Bei der vorletzten Biennale in Venedig hat der deutsche Künstler Gregor Schneider sein um- und zugebautes Eigenheim, das Haus Uhr, im deutschen Pavillon gezeigt. Es erinnerte ein bisschen an den Märzbau von Kurt Schwitters, auch so eine Rauminstallation, die man nicht ohne weiteres von dem Ort, an dem sie entsteht, trennen kann. In Amsterdam gab es so etwas auch. Der Künstler Jacobus Kloppenburg hat 35 Jahre lang Fundstücke in den Grachten von Amsterdam gesammelt und zu einem Archiv für die Zukunft zusammengebaut. Dann kam der Hausbesitzer und ließ alles ausräumen und nun hat die Stadt Amsterdam ein Problem und ein paar Container mit Kunst und sie weiß nicht wohin damit. Gerade ist ein Buch über Jacobus Kloppenburg erschienen und Claudia Friedrich hat ihn und seinen Freund Waldo Bien in Amsterdam besucht. Treibholz zur Pyramide geschichtet. Ein Fahrradreifen, der an den Stämmen lehnt. Dazwischen Autotüren mit eingekratzten Figuren. Auf dem Boden liegen Runen aus Avocadoschalen. Geometrische Formen auf schwarzen Blättern hängen an Wänden. Pastellhasen auf Packpapier. Fotos von Bombern in Schwarz-Weiß. Schränke, Kloschüsseln, Steine. Geformt zu einem Konstrukt, das ein ganzes Haus füllt. 7 Stockwerke. Raritäten sorgsam angeordnet. Eine Mischung aus Geist und Physis, aus Ratio und purer Fantasie. Ein Archive for the Future. Ich habe da eigentlich doch nicht so direkt als ein Museum gedacht, aber es ist immer eine Momentaufnahme, was dann nie eigentlich aufgehört hat, sich zu erweitern. So. Und das kriegt natürlich auch eine Geschichte. So. Aber ich kann auch nicht direkt sagen, von Anti-Museum. Das klingt so nach Barrikade. Mitnichten errichtete Jacobus Kloppenburg Barrikaden, sondern schuf Installationskunst in aller Öffentlichkeit. Ein Lebenswerk, das er vor mehr als 40 Jahren begann. Immer noch streift der 76-jährige Niederländer des Nachts durch die Straßen auf der Suche nach Dingen, die schön sind. Müssen Sie das mal sehen, hier. Auf der Straße liegt das hier. Das ist irgendein Teerstreifen, und es ist da doch ein wunderschönes Pudelpferd. So. Nou ja, aber man muss es natürlich auch sehen, dass es da liegt. Es war ein altes, leeres Lagerhaus an einer Gracht in Amsterdam, das der Künstler und Designer zur Bühne machte für seine zu Form gewordenen Ideen. Ohne Idee läuft nichts. Waldo Bien gehörte zu den täglichen Besuchen. Selbst Künstler und Schüler von Joseph Beuys gründete er die Free International University of Amsterdam, gleich 2 Häuser weiter. Irgendwann wuchs in ihm der Gedanke, das Kunstwerk in einem Buch zu rekonstruieren. Das Archiv ist nicht nur die Anhäufung dieser von der Gesellschaft abgedankte Sachen, also die Totenmaske der Konsumgesellschaft. Es wurde auch eine Erscheinungswelt an sich, eine neue Umgebung. Für seinen Künstlerfreund Waldo Bien wurde mit der Zeit klar, dass der Grundstein dieser Installation in Jacobus Kloppenburgs Kindheit liegt. Denn das spätere Archiv lag direkt neben dem Elternhaus des Künstlers und beherbergte einst das Depot des Richard-Wagner-Vereins. Und das hat er dann betreten. Er war dann 11, durch ein Katzenfenster im Garten. Und dann hat er ja wohl rumgestreunt in diese Initiationshütte von wunderschönen Sachen, die da angehäuft waren. Endlos, uferlos, in diesem Licht von diesen kleinen Fenstern, Sommer, Winter, Herbstlicht. Ja, alles, was da auf den Balken stand, all diese Open von Wagner, die Siegfried und dann immer ein kleines Kämmerchen, Mäntel mit Hermelin und so, immer das, so, und Kronen und so. Ja, er hat es dann, diese Eindrücke wohl tief in sich gelagert und in 1963 konnte er dann diese Stockwerke mieten, das Atelier. 1997 wurde Jacobus Kloppenburgs ungewöhnliche Sammlung für feuergefährlich erklärt. Die Stadt Amsterdam ließ die über 1000 Kunstwerke abtransportieren und in 13 Schiffscontainer verfrachten. Der Besitzer des schmalen Hauses an der Lauriergracht gestaltete Luxusapartments. Und Jacobus Kloppenburg erhielt eine Rechnung von 75.000 Mark. Und seit dem Moment saß also die Stadt auf diese 13 Containern,
Die kosten monatlich 5.700 Lagergebühr. Und die Kosten sind jetzt, ich glaube, 500.000 mittlerweile. Und die Stadt hat also das Pferd von Troje oder das Pferd von Amsterdam selber ins Haus geholt. Und wie es jetzt nun weitergeht, ja, wir wissen es nicht. Die Behörden drohen mit Vernichtung des künstlerischen Lebenswerkes. Aber Val Dubins Antwort ist eine soziale Skulptur im Sinne seines Lehrers Joseph Beuys. Mittels Solidarität und künstlerischem Dialog schuf er eine neue Kunstgattung, die der Stadt ihre ungeheuerliche Haltung vor Augen führt. Ich nenne das FIU Defense Art, Art Defense. Also das ist Verteidigung als Kunst mit künstlerischen Mitteln. Wir haben in diese Auseinandersetzung mit der Stadtverwaltung Amsterdam ist eine ganze Reihe schöne, humoristische, scharfe Kunstwerke entstanden. Die haben uns ganz viel Spaß bereitet. Das findet alles statt im öffentlichen Raum. Da kann man die Stadt anprangern. Es gibt immer mehr Künstler, die in diese Kategorie von Defense Art, in diesem Fall für das Oeuvre von Kloppenburg, Kunstwerke liefern. Und das wird eines Tages eine wunderschöne Ausstellung. Das jüngst erschienene Kunstbuch über Jakobus Kloppenburg ist der Beginn. Es zeigt ein Panorama aus Objekten, Bildern und Möbeln. Das Kaleidoskop eines Homo Universalis, eines vielseitig Begabten. Eine Hommage an Farben, Form und Licht. Eine Wunderkammer zum Staunen. Archiv für die Zukunft. Das ist es. Archiv für die Zukunft.